Ja, wunderbar. Haltet ihr seit der zweiten Stunde mit uns aus hier im Rock der Ring Rückblick. Special. Haut schon wieder auf die Zunge gelegt. Wir treten nicht zurück. Nein, der Gilby bei uns in der Sendung. Von Maxwell, die beiden. Der Hef hat noch bei 70 Course ausgeholfen und die von den Black Diamonds. Die alle haben am Rock der Ring gespielt. Maxwell auf der Hauptbühne. Black Diamonds auf der B-Stage und der Hef auf beiden. Das heisst, er ist Experte für die Hauptbühne. Wir haben in der ersten Stunde darüber gehabt, grundsätzlich mal, wie sind genau, wir haben darüber geredet. Ja, Vorbereitung, wie habt ihr euch vorbereitet? Ankunft, Auftritt selber und ganz wenig Backstage eingelassen. Wir werden eingeschaut. Wir werden sicher noch weiter in den Festivalort selber anschauen. Die Organisation der beiden Bühnen. Dann sicher eines noch das Fazit spielen. Wir spielen zwischendurch nicht nur Musik von Maxwell und Black Diamonds. Wobei, wenn ihr schon Gäste sind, ich meine, können wir schon einen Schwerpunkt drauf legen. Aber wir werden sicher noch etwas von Skinnert, Lynyrd Skynyrd spielen. Krokus. Und mal schauen, was sonst noch uns für Schandtaten in den Sinn kommt. Würde mich freuen, wenn ihr in der Stunde dabei seid. Verantwortlich ist der Schwettli klagen an alle anderen. Maxwell.ch Blacktimes.ch. Wir starten mit Longsticks Ghostboom von der Krokus.
Ja, der Applaus am Rock der Ring war für viele Bands sehr gross gewesen. Ich denke, die meisten haben höflich gehatscht. Nein, wir sind hier im Kopf. Du auch, hä? Genau. Rückblick auf das Rock der Ring, wo grossartige Bands gespielt haben, wie Def Leppard. Drei Zuschauer weniger. Whitesnake, Tesla, FM, Inglourious. Auf der B-Stage am Bolly Crink, Black Diamonds, Maverick, Kilmara, 70 Chorus, das am Donnerstag, am Freitag, Gotthard am Plug, damit wir mal alle Bands wirklich erwähnt haben, Krokus, 6M, Maxwell, Underskin, Vanish, Spitful, G. Miller, die Toten Ärzte, genau, und am Samstag haben wir Lynyrd Skynyrd, Midnight Oil, Chair, James Nichols, King Zebra, Lifefire, und auf der B-Stage noch Fett, Dog, Fyro, Supernova, Plasma Jets, Dobermann und Paddy Murphy. Gut, haben wir alle gesagt. Es gibt von allen Franken mehr. Ich würde reich, das stimmt. Jetzt eben bei so vielen Bands, wie sind Backstage organisiert gewesen? Also habt ihr auf der Hauptbühne habt ihr Kontakt gehabt oder habt ihr irgendeinen gemeinsamen Essenssaal gehabt, wo man sich getroffen hat zwischen den Bands jetzt auf der Hauptbühne? Bei der ich kann ja nur von der Mainstage reden. Bei uns haben wir so einen Container gehabt und die waren ziemlich eng zu Sachsen. Unter anderem war es Produktionscontainer. Ja. Und wir sind, bist gerade um die Ecke gelaufen und dann hast du gerade direkt können, das Buffet. Wir hatten ein Buffet gehabt von, mit verschiedenen Messen. Veggie, Fleisch, Gemüse, Dessert, Kühlschränke mit verschiedenen Getränken. Ziemlich alles. Und da oben hatte es ja auch noch Mensa, gehabt, wo die Mitarbeiter vom Rock der Ring eigentlich gegessen haben. Und dort habe ich auch noch Chicken Nuggets mal gegessen. Also gemütliche Stimmung dort. Brutal, ja, wirklich mega. Also schön eingerichtet, nicht irgendwie... Ja, wirklich toll. Super, ja. Wie ich schon im Volkshaus gesehen habe, wo die armen Bands am Ende unterkommen. Noch nie im Volkshaus gespielt. Vielleicht müsstet ihr jetzt mal einladen. Ja, wieso nicht, gell? Dann könnten wir mit Influencer so Videos drehen. So, das ist mein Backstage. Genau. Er sieht aus wie in einer Turnhalle. Einfach nicht schön eingerichtet. Einfach kalt. Ja. Auf der B-Stage. Oder wie war es dort? Ja, B-Stage ist auch mit Container geschaffen worden. Das heisst, zwei Bands haben sich den Container geteilt. Wir waren mit Maverick gewesen. Maverick haben wir schon kennengelernt, wo wir mal am Ice Rock mit denen dürfen spielen. Und ja, sind ausgekommen mit denen. Wo dann drei Flaschen Rot wieder gestanden sind, haben wir gewusst, gut, die Jungs sind auch gekommen. Sie sind da bei uns. Und von der Verpflegung her eben vorne dran, jetzt Kaffeemaschine gehabt, hat einen Kühlschrank gehabt mit Bier, Wasser und alles, was Herz begehrt. Und ja, hat für jeden etwas dabei gehabt. Das Wichtigste ist eh Bier und Eis und Wasser. Was genau. Heisst, als Musiker ist man gut behandelt worden an dem Festival? Sehr, ja. Definitiv, sehr ja. Gut. Sehr gut organisiert. Auch nebst dem Essen und dem Backstage. Es ist einfach alles irgendwie reibungslos abgelaufen. Wir haben zum Beispiel beim Ausladen, wir haben schon einen Ausladen, hat gesagt, halt, es können 6 Grad helfen. Das ist einfach so, ist gut und so. Ja, super gewesen. Ja, und es ist auch extrem nach Terminplan geschaffen worden. Man hat effektiv auf die Minuten genau hat man gesagt, okay, jetzt wird umbauen, jetzt wird Soundcheck gemacht. Und ich denke, das war das Rezept gewesen, zum reibungslos Ablaufen dem Festival und hat alles 100% geklappt. Profis, die Leute haben gewusst, was sie machen. Ja, die haben es definitiv nicht das erste Mal gemacht und werden es auch nicht das letzte Mal gemacht. Ja. Also das heisst, keine Allüren, kein weiss nicht was, mühsam, sondern einfach so, dass man sich, dass ihr euch wohlfühlt. Voll. Genau, man hat sich darauf verlassen, dass die Arbeit hinter der Bühne, vor der Bühne gemacht wird und dementsprechend bist du eigentlich als Musiker schon recht beruhigt, wenn das ganze Aussummen schon stimmt und du nur noch darfst den Auftritt abwälzen. Ja. Als Musiker habt ihr einfach an dem Tag freien Zugang gehabt, habt ihr für die anderen Tage, wenn ihr heute wollen gehen, Tickets müssen selber lösen, oder jetzt als Schweizer, ich meine, die anderen Bands sind auf Tour, aber... Ja, ich glaube, da hat man schon etwas hingebracht, wenn man jetzt dort schon gespielt hat, dass man nicht hat müssen Eintritt zahlen, aber... Frei, ich habe noch zwei freie Tickets gehabt, die aber niemand wollte, und kein Kollege. Typischer Musiker. Darum spielt er in der Band. Darum spielt er in der Band. Warum? Ja, und ich weiss auch nicht, warum dass sie mir immer so Freitickets geben mittlerweile. Geht mir einfach, kenne ich nicht. Ja. Nein, also wir haben die Möglichkeit bekommen. Wir sind ja am Donnerstag gespielt und am Freitag sind wir zu dritten dann nochmal gegangen,
natürlich Maxwell hören. Also das ist das Wichtigste, was man erwähnen muss. Und den Rest vom Abend natürlich auch nicht dürfen geniessen, weil wir sind schon am Donnerstag im Geschmack gekommen, um es geniessen, aber du kannst es natürlich nie so frei geniessen, als wenn du effektiv nur als Gast dort bist und von A bis Z auch das ganze vor der Bühne darfst geniessen. Er hat gesagt, er hat ja auf dem Rock, Souls of Rock stand noch Autogramm gegeben, also die von der Backstage. Genau, ja, dort ist das eingefädelt worden von Souls of Rock, wo uns angeboten hat, eben, wenn ihr möchtet, dann machen wir offizielle Signing-Session beim Stand vorne. Es ist relativ viel Merch, haben wir auch dürfen unter die Leute bringen, wo wir auch gerne unterschrieben haben und den Leuten eine kleine Freude dürfen machen. Der Hauptmerchstand von der Hauptbühne war eher ein bisschen vorne, fast ein bisschen versteckt gewesen. Ja. Und er ist fast ein bisschen untergegangen. Extrem, ja. Das heisst, er hat Hauptband, also quasi Hauptbühnenband, nicht so viel verkauft dort. Ja, man muss aber auch sagen, wir haben da nicht mehr so viel. Also, wir haben noch viele CDs und Platten, aber so Bekleidung ist bei uns langsam Sense aus. Also kann man auch nicht wirklich viel aufstellen. Aber was haben wir verkauft? Haben wir irgendwie? Ich weiß nicht. 400 Stutz vielleicht? Vielleicht 300? Weiß ja, aber 400 sind schon gewesen, glaube ich. 400? Ja. Ich weiss es jetzt ehrlich gesagt auch nicht auswendig, aber viel wird es nicht gewesen bei uns, weil, wie gesagt, es ist ein Mecken, es ist hinten, wir haben nicht viel zum Aufstellen, wo man sehen könnte, was wir haben oder so, weißt. Und außerdem, wir haben als erste Band um 6 Uhr angefangen, bis um 12 Uhr sind alle so dicht gewesen, die wissen doch gar nicht, wer wir gewesen sind normal. Also, also quasi, die haben euch gehört und nachher gefunden, nein, den ganzen Abend haben wir das nicht geschleppt. Also wir haben gemerkt, dass wieder zum Beispiel so Streamings und Downloads wieder ein bisschen gerissen haben. Und halt eben im Internet merkst du es dann wieder. Vor allem eben so nach Festivals, dass das wirklich gut anfängst wieder streamen und verkaufen und so weiter und so fort. Oder? Ja, jetzt wissen wir auch nicht. Wie viel wir jetzt genau verkauft haben. Sicher nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Ja, ich habe wieder parat zwei Lieder. Und zwar zwei Lieder, einer von Maxwell und einer von Black Diamonds. Wir startet mit dem Titel so von einem neuen Album, Metalized. Ja. Einer von all diesen Songs, die wir live gespielt haben, noch sehr gut ankommt. Du hast eben der besagt, die wäre die erste Stunde schon gekostet. Und jetzt müssen wir auf YouTube nochmal zurückrufen. Eine Stunde irgendetwas. Nein. Das, was Gilby jeweils. Das ist wunderbar. Wie sagt man dem Kleidli, Mänteli? Ich habe keine Ahnung. Das Metalized? Mein Anzug. Mein Kilby-Kostüm. Oh!
just want to hear you sing with me, if possible. Anybody knows that song? All right, the band does. Second time here. That's so lovely. We love you guys. So great. Buried alive by the hand of destiny, drowning in a flood of bad luck. I'm a victim of time for no apparent reason. I'll get by. Buried alive by the hand of destiny, drowning. Hört
der Rock the Ring Rückblick. Genau, immer noch. Es ist sehr schwierig. Rückblick, Rücktritt. Egal, wir treten immer noch zurück. Wir haben den Gilby und den Hef von Maxwell da und den Dive von den Black Diamonds, die an dem wunderbaren Festival gespielt haben, wo über 3 Tage sehr viele Leute angezogen hat. Jetzt, ja, wir waren vorher bei Backstage gewesen. Aber grundsätzlich, er hat andere Bands können treffen. Also, oder die Stimmung war so gut gewesen, dass er gefunden hat, ja, gemütlich mit denen. Oder? Mal, also, wir haben durch das, dass wir den Container jetzt neben Sachsen hatten, haben wir die sicher gesehen. Das war auch ein kurzes Smalltalk gewesen. Dann Krokus kenne ich persönlich, den Mark Kohler von ganz früher. Er hat mich auch noch gekannt, tatsächlich. Mit dem habe ich können reden, 4 Stunden etwa. Flau. Das war lustig gewesen. Flau habe ich mit Felskin zusammen gespielt. Ein Jahr lang. Stimmt, letztes Jahr. Letztes Jahr. Flau ist auch an unserer Metal-Eis-Platte-Tafi gekommen. Mhm, ja. Und ja, und wer war noch gewesen? Oder Gotthard, die haben wir jetzt gar nie gesehen. Ich glaube, die sind gekommen auf die Bühne, haben den Gig gespielt und sind gerade wieder gegangen. Also hast du irgendeinen gesehen von diesen Backstage? Nicht. Backstage, ja, sie kurz vor dem Gig gesehen, umschleichen, ja. Und so, aber nichts. Aber ich has, mich hat es wirklich nicht interessiert. Ich wollte Gotthard nicht akustisch sehen. Ja, es tut mir leid. Ja. Ehrliche Meinung, ja. Und dafür habe ich letzten Freitag zum zweiten Mal Corleone gesehen und ich finde das hure geil. Mhm. Da kommt halt das alte Gotthard-Feeling wieder auf und der Ronnie macht einen super geilen Job. Ja. Und bei Gotthard werde ich einfach nicht warm mit dem Akustikgedönse da. Also. Sorry, also nein, nicht mein Ding, tut mir leid. Backstage, so der Zusammenhalt zwischen den, sagen wir, noch kleineren Bands, hat es etwas gegeben oder hat man sich interessiert oder war es mehr ein Konkurrenzgedanke gewesen? Nein, also ein Konkurrenzgedanke darf es allgemein in der Musik nie geben. Wenn es Sepp gibt, dann muss man über sich selber auch irgendwo nachstudieren. Sepp darf es nicht geben. Man sollte schätzen, was auch andere machen mit der Musik, weil jeder bringt seine Leistung, die er kann, will bringen und auch darf treten schlussendlich. Man hat sicher auch einen Smalltalk gemacht mit diversen. Die einen haben sich eher ein bisschen zurückgehebt, haben auch nicht gross etwas reden wollen. Aber eben, sagen jetzt Maverick zum Beispiel, die sind garantiert nicht auf die Schnorre geflogen, also die reden gerne und mit denen hat man auch gerne ein bisschen etwas geschwätzt und sehr, sehr interessante Geschichte auch. Ich glaube, als Irre sind sie auch ziemlich... Auch ziemlich Irre, genau. Irre, ja, Irre. Ja. Ich bin extra noch bei Anders gegen den Buddha gehen, sagen, weil ich bin ja mal mit SCL als Gastsänger mit ihnen touren und ja, und ich mag ihn immer noch sehr. Ja, leider hat es nicht gelangt, um das Konzert von ihnen zu schauen. Weil wir ja selber dann noch ziemlich dicht haben, dann müssen wir auf die Bühne gehen. Ja. Ja, generell, wie habt ihr das Konzept empfunden? Quasi Hauptbühne ist fertig, Backstage von da. Sicher cool für die Leute. Also es läuft immer etwas, man kann schauen, wenn man will. Man kann aber auch auf die Bank dort, neben dem Footing, man hört dann noch ein bisschen etwas, aber sicher sehr gut, es wird nie langweilig, oder? Wenn umgebaut wird auf einer Bühne, es läuft immer auf dieser etwas. Es läuft immer cool. Etwas, ja. Man kann sich auch auswählen, wenn man jetzt wirklich sagt, man will auf der B-Stage auch etwas sehen oder dort noch 2-3 Bands schauen, kann man sich fokussieren auf dort hin. Es ist sicher für jeden etwas dabei und der Vorteil ist, wenn musikalisch etwas läuft, dann isst man grundlegend nicht so schnell bei den Foodständen und das ist natürlich auch gesund, oder? Mir ist aufgefallen, dass auf der B-Stage das musikalische Niveau sehr hoch war. Also auf der Mainstage erwartet man das eigentlich. Dort ist klar, dort ist es so. Auf B-Stage, ja, je nachdem kleine Bands, kann man sagen, ja, sind die wirklich gut. Aber das Niveau, das Souls of Rock Foundation ausgesucht hat, ist eigentlich durchwegs hoch gewesen. Wie haben die das empfunden? Ich könnte jetzt natürlich Kollegen-Bashing machen. Wir waren schlecht. Ich weiss, also ich habe jetzt leider nichts gesehen von der B-Stage, leider. Aber ich habe auch gehört, dass es sehr, sehr viele gute Bands gab. Mhm. Ihr habt ja noch etwas Glück am gleichen Abend. Was war das? Ja, das JJ, ist jetzt auch das von Schweden, etwas, ja. Glaube ich. J.D. Miller. J.D. Miller. J.D. Miller. Ja. J.D. Miller. Ich habe gehört, aber sehr gut. Und ich würde sagen, da hat jemand wirklich einen super Job gemacht. Was willst du noch mehr? Du hast eine Nebenbühne,
wo quasi auch eine Hauptbühne ist schlussendlich, weil du hast dort genau gleich großartige Bands. Es ist auch cool, wenn der Anspruch so ist, dass man auf einer B-Bühne wirklich auch gute Bands präsentiert und nicht einfach paar Schülerbands anstellt zum Zipfel. Genau, ja. Das ist ein sehr gut gelöst. Und gut, so also Rock ist ja wirklich fast jedem Festival, jedem Konzert irgendwo mal, in der Schweiz, Deutschland, Österreich, weiss ich nicht, wo überall. Die haben natürlich das Feingefühl, die Bands auch rauszufiltern, die live etwas könnten bringen oder nicht. Mhm. Das ist, wenn sie das nicht hätten, dann wäre vielleicht irgendeine von diesen Bands vielleicht doch überhaupt nicht gut gewesen, oder keine Ahnung. Weißt, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Booker wäre und müsste irgendwelche Bands irgendwie anstellen für ein Open Air und wer kommt auf die Bühne, wer kommt auf die Bühne, wer kommt auf eine Nebenbühne und so weiter und so fort, und du kommst nur CDs über, aber du hast sie noch nie live gesehen, dann kannst du eben auch in die Scheisse greifen, oder? Und dadurch ist, glaube ich, der Vorteil bei Souls of Rock, eben weil sie immer auf Festivals und so weiter und so vor Ort sind, können sie sich selber eine Meinung und ein Bild darüber machen. Ja, parat habe ich eine Band, die auf der definitiven Hauptbühne gespielt hat. Eine Aufnahme von Whitesnake aus 2004. Die Cordale hat dort noch jünger getönt. Ja, er singt mittlerweile ein bisschen kratzig, aber er singt live, habe ich den Eindruck. Das ist nicht selbstverständlich. Wir hören... Das ist Rock'n'Roll! Ja, wir hören Here I Go Again, wenn ich zumindest richtig falls oder richtig freut schon. Sonst ist es sicher auch gut. And songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Light 'em up, Tim. Let me see you, London. Come on. Down the only road I've ever known.
pleasure.
hört Radiokanal K und den wunderbaren YouTube-Kanal mit dem Rock der Ring Rückblick. Ein gehörter Samstags-Headliner Lynyrd Skynyrd, der Smile von ihnen, haben sie auch gespielt. Das war grossartig. Wir haben hier zwei grossartige Bands, die ebenfalls gespielt haben aus der Schweiz. Maxwell, der Gilby und der Hef und Black Diamond, der Dee. Wo mit uns schon seit einer Stunde 45 Minuten hier im Studio hocken. Es ist warm. Genau, es ist warm an der Aufnahmeabend. Jetzt ja, kommen wir ein bisschen zum Fazit. Was hat euch den Auftritt gebracht, außer Prestige, Frauen, Geld? Ein Whirlpool? Augenring am Freitagmorgen. Ja. Da ich vor Gotthard heim bin, bin ich relativ früh im Bett. Du warst ausgehoben im Samstag. Nein, einfach Spass und wirklich Freude. Für mich war das eine wahre Freude, gewesen, das Open Air. Es war einfach cool. Gewesen. Definitiv ein grosses Erlebnis schlussendlich. Ja. Ja, und eine Big Referenz natürlich mehr wieder. Mhm. Und man auch stolz ist darauf, zum erzählen schlussendlich. Also ihr würdet wieder spielen? Ich glaube, ja. Das Wichtigste ist, dass wir endlich einmal auch vor einem grossen Publikum, und zwar daheim in der Schweiz, vor einem heimischen Publikum haben können auftreten und spielen. Und das erfüllt uns auch mit Stolz. Mhm. Aber es ist glaube ich, schon mehr das, dass wir einfach daheim mal von so vielen Leuten gespielt haben. Und dass jetzt uns vielleicht Leute kennengelernt haben, die uns nicht einmal auf dem Plan hatten oder nicht einmal gewusst haben, wer wir sind. Dass die jetzt endlich einmal wissen, wer wir sind. Ich nehme an, das ist bei euch auch nicht anders. Also. Zum den kompletten Horizont erweitern. Weil ich sage jetzt, Rock the Ring, das Festival, da ist die Besucher, die hören die Musik, die wir machen, für das, wo wir leben und das auch pflegen in unserer Musik. Und ich denke, das war garantiert das richtige Publikum, gewesen, um die Fanbase dürfen zu vergrössern, hoffentlich. Ich denke, das wird bei uns beiden so gewesen sein. Und ich denke, es hat in dem eben Spass hat es natürlich einen sehr grossen Faktor gehabt, der muss immer der wichtigste Faktor bleiben. Aber ich denke, auch die Fanbase für beide Bands ist sicher gewachsen nach dem Auftritt in Wiel. Ja, bei uns sehr gut verfolgbar, weil wir nie etwas gekauft haben. Wie viel sind wir jetzt? 4.600? Bei den Likes oder was? Ja, Facebook, ich weiß nicht genau. Ja, denke schon. Also falls ihr uns jetzt hört, wir betteln um Kollegen. Weißt du, wir machen einen Deal. Du likest mich und ich like dich. Mach ich sofort, das ist Deal, okay, machen wir. Machen wir. Also das merkt man unter anderem auch nicht gekaufte Likes in dem Fall. Ja, das Problem ist einfach, es gibt Veranstalter wie auch... andere Holzköpfe meinen, dass irgendwie die Like-Zahlen auf Facebook oder wo auch immer maßgebend sind für die Leute, die dann an ein Konzert kommen, oder? Und das stimmt einfach nicht. Du kannst eben Likes kaufen, oder? Ja, also das Beispiel von Jared Fretting, der da die ganze Europa-Tour auf die Beine gestellt hat und der irgendwie, was, keine Ahnung, 30.000 oder 60.000 Likes auf Facebook hat, aber kein Schwanz hat ihn gekannt, dann kommt er auf Europa. Und nach dem ersten Konzert war schon klar, gewesen, ey, es ist eine Person gekommen. Und das war, glaube ich, ein Kollege von der einen Vorband, der lokal dort ist. Oder? Und bei dem zweiten Konzert sind auch wieder nur drei Kollegen von der Vorband irgendwie. Also, ja, die Like-Zahlen, die sind falsch. Sind also, irrelevant. Sind irrelevant. Ja. Auch wenn du eine Veranstaltung machst und dann teilst und dann irgendwie siehst, 300 Leute haben sich angemeldet, aber 2.500 sind nur interessiert. Dann kannst du darauf gehen, von den 300, die gesagt haben, sie kommen, kommen vielleicht 20, vielleicht. Allerhöchstens. Muss nicht sein, aber auch schon so gewesen. Es ist sehr viel schon so gewesen und darum, ich gehe nicht darauf. Oder? Aber was ich dazu sagen kann, ist, die 4.600 oder 4.700, die wir auf Facebook haben, die haben wir uns hart erarbeitet. Das sind echte Fans, das sind keine Fake-Fans, das sind keine irgendwelche, keine Ahnung, Inder oder Brasilianer irgendwo in einem Keller, wo so irgendwie auf den Handys und sonst irgendwelche Scheiß mit da gehen. Auch denen kann es gefallen. Ja, auch denen kann es gefallen. Sicher, ja. Aber nicht mit ihrem Profit. und da muss man auch mal schon vorsichtig sein. Und ich glaube, da haben jetzt viele Veranstalter und Booker relativ ein Sau getroffen. Oder welche Band spielt und hat viel gespielt und welche Bands halt eben 30.000 Likes haben, aber vielleicht gerade mal zwei Konzerte in den letzten 5 Jahren hatten. Verstehst du? Es geht nicht aufzurechnen. Nein. Wie geht es bei euch weiter? Maxwell hat Konzert, allenfalls Tour. Das nächste Konzert, das wir haben, ist am Stadtfest Bruck. Das ist am 31. August. Ja. Wir sind am Songschreiben.
Wir gehen im Herbst, ich glaube, wenn geht das los, 25. Oktober mit Nitro Gods und Psychopunks auf Deutschland und Belgien, glaube ich. Das sind irgendwie 17 Shows. In der Schweiz natürlich auch noch. Wir sind in Burgdorf und Luzern in der Schür. Und nachher sind wir wieder an etwas dran, das noch nicht spruchreif ist. Aber wir sind am Schauen. Wir touren wahrscheinlich noch bis Ende Jahr dann und werden wieder nicht gerade ein Album rausgeben, aber sicher wieder etwas Neues. Songs. Wir sind dran. Es läuft auf jeden Fall. Wie Black Diamonds? Black Diamonds sieht ähnlich aus. Also es ist natürlich auch ein Auge drauf zu werfen auf nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist etwas geplant, wo ich richtig neue Songs gehen, neue Album, wo wir jetzt fleissig dran sind, am Schreiben schon. Aber wir spielen natürlich bis dorthin, weil wir nicht ohne Live-Konzert können, dann wir natürlich das überbrücken mit Live-Konzert. Dementsprechend spielen wir am 3. August in Nähe von Frankfurt ein Privatkonzert, aber richtig offiziell ist am 10. August an der Stadtblume in Altstädt das nächste offizielle Konzert, wo man uns schauen dürfte. Jetzt Altstädte gibt es ganz verschiedene. Altstädte St. Gallen, genau, dort, wo mein schöner Dialekt herkommt. Da lässt sich jetzt drüber diskutieren. Oh, das ist nicht Schaffhausen. Das ist für Schaffhausen. Voll, der redet auch so. Liebe Grüße, Alan, wir meinen es nur gut mit dir. Another one. There's
Yes! Ja, wir sind am Ende von 2 Stunden Rock der Ring Rückblick. Special, sehr gut. Zuerst noch etwas, ich kann. Special. Ja, wir haben gehört. Wir haben uns haben begleitet, Maxwell. Das war der Gilby und der Hef. Und der Dave. Hallo! Von Black Diamonds, wo beide an dem Festival gespielt haben. Danke, dass ihr es 2 Stunden mit mir ausgehalten habt. Kein Problem. Danke, dass du 2 Stunden mit uns ausgehalten hast. Ja. Und ich hoffe, dass es für unsere Hörer informativ war. Wir haben zurückgeschaut, wie es Backstage war, wie es der ganze Ablauf war. Wir haben nicht darüber geredet, wie wir heimgekommen sind. Für das haben wir jetzt aber keine Zeit mehr. Nein, es war grossartig mit euch. Weiter, so wie wir sind, machen weiterhin die grossartige Musik und Rock darin. Danke, dass ihr da macht, was ihr macht. Ich habe Def Leppard erst zum 2. Mal live gesehen. Es hat mich umgehauen. Ich habe Maxwell zum x-ten Mal live gesehen. Hat mich auch umgehauen. Black Diamonds, muss ich jetzt gleich noch danke sagen, habe ich leider verpasst, hätte mich aber sonst mal vor Heat umgehauen. Ja. Es war schön, ich wünsche euch weiter gute Konzerte, meldet euch, wenn ihr etwas rausbringt. Ja. Es gibt noch das Taktlos Metal, wo wir auch, wo ihr ja praktisch Tourgast sind, beide Bands. Müssen wir mal zusammenkommen, weißt du? Ja, warum nicht? Fusion. Fusion. Ja, checkt www.maxwell.ch für die nächsten Konzerte ab. Wie gesagt, Stadt Festbruck am 31.08. Bei mir die Heu. ja. Ja, das ist es. Danke vielmals. Bei uns, Taktlos Metal, geht es weiter schon am ja, ich sehe schon am 3. August. Das ist ja schon sehr bald nach der ersten Ausstrahlung. Dann das normales Taktlos Metal mit Mabon, neue CD, gibt es in der Ewigkeit aus der Ostschweiz. Bringt eine neue raus. Und mit Dreams in Fragment, unter anderem mit Jan von XCOM Lived Records und Pylon, der dort mitspielt. Ich habe ihn hier zu Gast mit neuen Alben. Hören die die und diese Sendung gibt es als Wiederholung auf YouTube. Ich hoffe, dass wir inständig YouTube nicht einfach gewisse Lieder von noch grösseren Bands als Maxwell und Black Diamonds rauslöscht oder sagt, ich darf es nicht spielen, weil die wollen da nicht. Nein, sie wollen es, weil das Mel kennt jetzt von Linus Skinner eigentlich nicht so viele Leute. Das ist grossartig. Ich kenne auch nur Sweet Home Alabama. Aber es gibt auch andere Sachen, wo ja, auch die grossen Bands sind gross, aber sie werden gross bleiben. Also, hören die Sendung. Halt nochmal. Genau. Für die Sendung verantwortlich war Roger Wettli. Das letzte Wort möchte ich euch geben. Was wollt ihr unseren Hörern noch sagen? Oh, schade, jetzt bin ich schon schnell vorher. Aber, ja, ich kann es nochmal wiederholen. Kommen wir unsere Konzerte, gehen auf einmal auf unsere Homepage, liken uns auf Facebook. Wir haben hohe Freude an dem, was wir machen. Und hohe Freude, wenn es euch draussen angefällt. Rock'n'Roll. Yeah. Liket uns auf Facebook, leckt uns auf Pornhub. www.maxwell.ch. Wir sind auch auf YouTube, wir sind auf Insta. Spotify. Und Spotify und nur Twitter. Auf Pornhub. Ich noch, okay. Ah, dort sind wir. Nein, dort sind wir nicht. Aber auf allem anderen, alle anderen sozialen Kanälen natürlich. Und wir freuen uns auf jeden Besucher an unserem Konzert. Und schauen freudige Zukunft. Das heißt blackdiamond.ch. blackdiamondsrock.com. Okay. Genau. Ah. Aber blackdiamonds.ch landest auch auf der gleichen Seite, weil es ist ehemaliges blackdiamonds.ch gsi. Oh, aber du erreichst beides. Also, danke vielmals fürs Zuhören und Rock'n'Roll. Viel Spaß auch dir. Cheers. Radio.
witchcraft that you could love.